Iman heißt, guck mal, allein schon diesen dritten Vers, heißt, ein Muslim, ein Muwahhid beschäftigt sich mit sinnvollen Sachen, redet über sinnvollen Sachen. Und diejenigen, die kein Iman haben, beziehungsweise die einen schwachen Iman haben, sie werden sich über sinnlose Sachen unterhalten. Sie werden sich stundenlang über Fußball unterhalten, sie werden sich stundenlang über irgendetwas unterhalten, aber sie werden in diesen Sachen, über die sie sich unterhalten, über denen sie sich über Arbeit unterhalten, ja, da wird nicht der Anhang von Islam sein, von Iman sein, etc., ja, oder vielleicht stundenlang über Essen unterhalten, ja, oh, hätte ich das lieber so gekocht, hätte ich das lieber so gemacht. Also es geht darum, dass die Muslime, die Muwahhidun, nicht nur am Gebet erkannt werden, oder ich sag mal so, Selbstcheck, das ist so ein Selbsttest hier, jeder soll sich selbst testen, über was rede ich eigentlich den ganzen Tag hinweg, ja, hier hat mal ein Bruder gesagt, ich finde diesen Spruch also sehr faszinierend, ja, der ist heute nicht hier, er hat gesagt, die meisten Leute reden nur so viel, weil es Belesch ist, weil es umsonst ist, ja, als ich das Wort gehört habe, ich gesagt, boah krass, das stimmt, könnt ihr euch vorstellen, wir würden für jeden Satz Geld bezahlen? Lass es doch nur 50 Cent oder 1 Euro sein. Für jeden Satz 1 Euro bezahlen. Einfach 1 Euro. Wie viel würden wir dann noch reden? Normalerweise ein Satz ist vielleicht Tausende von Euro wert. Produktiv, aber auch letztendlich kontraproduktiv. Ja? Und wir reden sehr viel, weil wir unbedacht an die ganzen Sachen herangehen. Ja? Deswegen, und denjenigen, die sich von unbedachter bzw. sinnloser Rede fernhalten, das heißt im Umkehrschluss, sich von sinnlosen Dingen abzuwenden, ist vom Iman. Da gibt es auch noch einen Hadith über unseren Propheten, a.s.